zu einfach. Hä? Was? Wie jetzt? Hä? Was? Wie? Hä? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Ja, was soll ich sagen? Wir hängen hier nur so rum. Wir wurden beim letzten Mal verarscht, weil der Spruch, den wir von der Schiefertafel bekommen haben, war ein bisschen mehr als nur Lebe. Und die Schiefertafel kam auch nicht vom Erzmagier aus, sondern von unserem Erzfeind. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir uns aus dieser Situation hier befreien können. Vielleicht mit dem Käfig? Wir haben schon mal versucht, drüber zu schwingen, aber irgendwie... Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz. Komm. Zauberstab. Nichts. Kann ich nochmal zur Tafel? Nee. Warte mal, kann ich die eigenen Ketten vielleicht nochmal anschauen? Nee. Den Schlüssel. Nur noch ein Stück. Wir Gnome sind von Natur aus Optimisten, wenn es um körperliche Merkmale geht. Aber ich befürchte, der Schlüssel ist doch knapp außerhalb meiner Reichweite. Jawohl. Timmy! Was machen Sie denn da, Herr Professor? Eine lange Geschichte. Du musst mich befreien, hörst du? Ganz schnell. Es sind doch oft die Kleinsten, die die größten Helden sind. Okay, was soll ich tun? Rede mit Timmy. Ja, cool. Wir schaffen das schon, oder? Klar. Kannst du mir den Zauberstab hochwerfen, Timmy? Der sieht schwer aus. Versuch es. Naja, guter Versuch, Timmy. Der Schlüssel auf dem Schreibtisch, Timmy. Kannst du ihn erreichen? Ich komm da nicht hoch. Ich dachte, du kannst gut klettern. Ja, aber nicht fliegen. Wir lassen uns was einfallen. Ja, toll. Timmy, ein Faden vom Vorhang. Kannst du einen abnagen? Sehr gut. Ja, und das bringt mir jetzt was? Nee, hab ich nicht. Tu einfach genau, was ich dir sage. In Ordnung. Der Stab ist zu schwer für ihn. Er kann ihn nicht hoch genug werfen. Irgendwie müssen wir Timmy auf den Tisch bekommen. Ja, was ist jetzt? Lass Timmy den Zauberstab nehmen, auf den Schreibtisch klettern. Ja, das bringt alles nichts. Der Stab ist zu schwer für ihn. Ja, er kann ihn nicht... Wir schaffen das. Klar. Ja, aber ich kann ja jetzt auch nichts mehr machen. Hä? Ja, er hat einen Faden abgenagt, aber toll, das bringt halt nichts. Ich hoffe sehr, dass das kein Schüler war. Und ich hoffe... Ich glaube, da liegt der Schlüssel für die Fußketten. Man hat ihn mir zusammen... Ja, okay. Zu einfach. Hä? Was? Wie jetzt? Hä? Was? Wie? Hä? Das macht keinen Sinn.
Ich meine, ich hatte keine weiteren Optionen, also außer die, die ich durchprobiert habe, aber will denn das bereits Gesagte skippen und auf einmal bin ich frei. Hä? Und er tut gerade so, als hätte er Timmy aufgefangen und abgesetzt. Und sagt auch nichts mehr dazu. Moment mal. Alpemius may be bugged. Und jetzt laden wir das Ganze nochmal. Die 20 hier. Laden. Und wir wissen ja jetzt, was wir zu tun haben. Wir wissen ja jetzt, was wir zu tun haben und können ja auch die Gespräche skippen und dann schauen wir einfach mal, ob wir das vielleicht nochmal bugfrei hinkriegen. Zack. Weil ich würde eigentlich schon gerne wissen, wie das eigentlich gedacht ist. Ja, doch, vielleicht auch, oder? Da da dam. Hier kann ich halt leider nicht wie bei den Deadlick-Spielen hergehen und sagen, ich skippe auch die Animation mit Escape. Ich glaube, das geht hier nicht. Nee, weil da kommt dann das Menü. Ich kann nur halt die Dinger skippen. Das würde das Ganze ein wenig schneller funktionieren, aber ich kann schon mal laufen und dann erst mein Zeug rausholen. Das kann ich machen. Ja, tut mir leid, alter Freund. Zack, zack. Da-da-da, bam, bam. So, und jetzt will ich ins... Eine Post. Ins Gasthaus. Hier. So. Das doch nicht. Ich brauche den hier. Sagt das noch was? Oder? Okay. Und den hier. Dann. Bla bla bla. Wir kennen es schon. So. So. Wie hier wieder die dritte Wand durchbrochen wurde. Muahaha. Muahaha. Und dass die beiden das auch nicht gecheckt haben, ne? Naja. Ah, ich kann hier jetzt nicht speichern. Okay. Klickel, die klick, klick. Was? Suchst du den hier? Was zum... Der Erbab... Achso, ich könnte eigentlich jetzt auch mal andere auswählen, ne? Munkus! Der einzigartige Sohn der Erzhexe Mautroga! Gestaltwandler und Genie des Bösen! Dem wir das letzte Mal ziemlich in den Hinter... Aber dieses Mal... Okay, da ist es wieder gleich, okay. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Wie konntest du uns nur so an der Nase herumführen? Nun ja, es war nicht einfach. Es brauchte einen Meister der Intrige. Wohl wahr. Und du warst sogar in meiner ersten Unterrichtsstunde, oder? Der Junge, der Direktor, das war alles ich. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, an den Erzmagier heranzukommen. Beeindruckend. Vielleicht kannst du mich befreien und mir mehr davon erzählen. Du bist ein so durchschaubarer Lügner, Wetterquarz. Es ist erschütternd. Was hast du vor? Ja, die Stelle, bla. Geh schon. Und er kommt gleich nach. Okay. Nein. Doch, leider. Ich bin... So, und übrigens, sonst schrei ich laut um Hilfe. Ich schreie laut um Hilfe. Oder... Halte die Luft an, bis du mich runterlässt. Oder beides zusammen. Die Mauern in dieser Schule sind dick.
Und der Erzmagier dürfte bereits im Lehrerzimmer sein. Dann werde ich mich befreien und dich aufhalten. Wie willst du das machen? Ohne den hier. Das ist meiner. Gib ihn zurück. Genauso zerbrechlich, ja. Ja. Der ist ziemlich stabil, oder? Ich hab mich mal aus Versehen draufgesetzt und dachte schon, das sei's gewesen. Aber er war wie neu. Aber das konntest du natürlich nicht wissen. Niemand macht dir einen Vorwurf, dass du es versucht und dann versagt hast. Was hast du mit meinem Golem gemacht? Dann hat... Aber... Er kann nicht dich blicken. Wir... Ich will... Der... Nein. Was, oder... Und tschüss. Nein. Kann ich jetzt vielleicht speichern? Ja. So. Dann saven wir das mal und schauen mal, ob wir hier jetzt irgendwie was machen können. Einfach nochmal alles irgendwie anklicken und dann schauen wir mal, ob wir das auf die richtige Art und Weise hinkriegen. Das fände ich nämlich recht schön. Na, das will noch nicht zurecht. Na komm, dass das immer so ewig braucht. Na komm schon, lass mich was machen. Geht doch. Einige. Dann muss ich einfach nur Zeit warten, bis Timmy kommt, oder was? Hä? Wie? Wieso bin ich jetzt schon wieder unten? Hä? Nur noch ein Stück. Wir Gnome sind von Natur aus Optimisten, wenn es um körperliche Merkmale geht. Aber ich befürchte, der Das ist wahrscheinlich, wenn man mit Doppelklick was überspringt oder so, dass es dann buggt, ne? Was? Was machen Sie denn da? Ja, ich weiß es auch nicht. Okay. Kannst du mir... Der sieht... Versuch's, genau. Naja, guter Versuch, Timmy. Der Schlüssel... Ich dachte, du kannst... Ja! Timmy! Sehr gut. Du schlägst dich super, Timmy. Weiter so. Irgendwie müssen... Es bringt halt alles nichts. Das ist zu schwer für ihn. Er kann ihn nicht hoch genug werfen. Wir haben ja auch sonst nichts, ne? Ach. Der taumelt automatisch immer wieder mal darüber, ne? Okay. Zu einfach in Ordnung. Du schlägst. Ja, irgendwie müssen wir ihn auf den Tisch bekommen. Und wenn ich meine Mütze umziehe? Das hat auch keinen Einfluss. Hätte mich aber auch gewundert. Ich verstehe nicht, wie das gedacht ist, dass das funktionieren soll.
einfach genau in Orden? Ah, okay, jetzt habe ich das. Weiter komme ich nicht drüber. Aber ich habe den Schädel und einen kleineren Knochen, der an ihm dranhing. Okay, und jetzt kann ich wahrscheinlich den Knochen zu Timmy runterwerfen. Hey, Timmy, ich habe hier was für dich. Fang! Dann wirf auch. Autsch. Sehr gut. Knote den Haken bitte an den Faden. Ausgezeichnet. Ein Enterhaken. Sehr gut. Timmy? Kommst du mit dem Enterhaken auf den Tisch, Timmy? Na also. Das hätten wir jetzt alles verpasst. Wisst ihr? Das hätten wir alles verpasst. Ja, schön. Super. Ein hölzernes Lineal. Früher wurden die nicht nur verwendet, um gerade Linien zu zeichnen und Strecken abzumessen, sondern auch als Rohrstockersatz. In Ordnung. Schnapp dir den Schlüssel. Das Lineal, Timmy. Kannst du es knapp zur Hälfte über die Kante des Schreibtisches schieben? Ich habe da so eine Idee. Okay, Katapult, ne? Timmy springt dann drauf. Das Lineal liegt etwa zur Hälfte auf dem Tisch. Die andere Hälfte steht in der Luft. Ja, okay, Okay, Timmy, das wird jetzt heikel. Stell dich bitte aufs Ende des Lineals. Ich weiß, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Aber wir müssen es versuchen. Die Zeit läuft uns davon. Bereit? Los! Ja, ich wollte das Ding zumachen. Ja, okay, so kann ich es auch zumachen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt trotzdem noch. Okay. Hui! Na, wie haben wir das gemacht? Die Fußfesseln, schnell! Einmal, danke. Ich liebe es, wenn ein Plan... Nun ja, ich bin frei. Gut gemacht. Hör zu, Timmy. Du läufst jetzt so schnell wie es geht zu deinem Onkel Remy und sagst ihm, dass ein Anschlag auf den Erzmagier geplant ist. Verstanden? Ein Anschlag auf Meister Alistair? Der Gestaltwandler Mokus steckt dahinter. Und er hat einen Golem. Meinen Golem. Wir schaffen das schon. Ich hole Onkel Remy. So, dann würde ich aber sagen, war es das an dieser Stelle von diesem Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part, trotz Bug. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Und dann schauen wir mal, ob wir den Anschlag verhindern können. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.